Hallo zusammen. So, ich hoffe, der Rest von euch hört mich jetzt auch, nicht nur die Aufnahme. Bevor ich loslege, ich weiß nicht, der ein oder andere wird vielleicht von euch gehört oder gesehen haben, dass meinem Namen zwei Beiträge bei der Frostcon zugeordnet sind. Und ich möchte den Vortrag ein bisschen damit beginnen, zu erzählen, wie es dazu kam. Und zwar habe ich irgendwie den Call for Papers gelesen und dachte irgendwie, naja, so eine Konferenz lebt ja auch davon, dass Leute was beitragen, sich nicht nur hinsetzen. Aber die Themen, die ich so hatte, die passten nicht so ganz in die Schnittmenge rein, was auf der Webseite angegeben war. Und dann habe ich ins Team geschrieben, hey Leute, wie sieht's aus? Ich habe da so ein paar Ideen, passt aber nicht so hundertprozentig rein. Und da antwortete mir Esther seinerzeit, kein Problem, trag die mal einfach ein und vielleicht gefällt uns davon ja auch einer und wir nehmen den Hals dann trotzdem an, auch wenn er nicht in die Kernthemen reinpasst. Gesagt, getan, ich das Ganze eingetragen und ein paar Wochen später kam dann plupp, plumm im E-Mail-Programm, dein Vortrag wurde angenommen. Und dann kurz danach plupp, plumm, dein zweiter Vortrag wurde angenommen. Und ich dachte mir so, oh Gott, also einen Vortrag vorzubereiten ist ja schon ein bisschen Aufwand, zwei Vorträge sind schon ordentlicher Aufwand. Und dann habe ich halt für beide Vorträge so ein bisschen abgewogen, naja, schaffe ich das, was spricht dafür, den anzunehmen, was spricht dagegen? Und als ich diese Liste dann für diesen Vortrag hier gesehen habe, war ein Punkt ganz, ganz dick auf dem Pluszeichen. Und wenn ihr am Ende des Tages nichts aus dem Vortrag mitnehmt, dann wäre es doch das Fazit, was ich hoffe, dass bei euch hängen bleibt, und das ist, es geht. Es geht, ich kann eine Schule, ich kann eine Organisation nahezu vollständig beziehungsweise sogar vollständig auf Open Source umbauen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wie wir ein Schulnetzwerk komplett aufgebaut haben und unabhängig von proprietärer oder quasi unabhängig von proprietärer Software gemacht haben. Der Plan ist, ich möchte mit euch, wir sind hier unten, ein bisschen erstmal zum Hintergrund erzählen und dann hoffentlich ein bisschen mehr am Ende des Tages zur technischen Umsetzung, wie wir das Ganze dann gelöst haben. Wir sind jetzt hier unten um halb und gehen direkt mal in medias res, ein bisschen zum Hintergrund. Die Schule, über die ich rede, wir kommen aus Berlin und die Schule, um die es geht, ist eine in Anführungsstrichen Privatschule, die von Teach First Fellows gegründet wurde. Teach First ist eine NGO, die sich Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, die ganze Schule hat einen sozialen Fokus und entgegen dessen, was man bei Privatschulen normalerweise im Kopf hat, die sind nicht reich, also so gar nicht. Die Schule liegt im Berlin-Wedding. Ich weiß nicht, wer wem Wedding was sagt. Die meisten außerhalb von Berlin sagt Neukölln und Kreuzberg was als Problembezirke. Also so eigentlich ist es eher der Wedding. Offiziell haben wir laut Statistiken 50% Migrationshintergrund. In den Schulen ist es eigentlich eher so gefühlt, dass es 85-90% Migrationshintergrund sind. Das ist jetzt nicht weiter, schlimm, zeigt aber natürlich auch, dass die Schule halt auch den Fokus auf vielen, vielen anderen Sachen und nicht nur der IT hat. Wir haben in dem Haus, dadurch, dass es eine Privatschule ist, die Schülerinnen und Schüler plus Pädagogen. Wir haben ein administratives Team, Fundraising, die gesamte Schulverwaltung bzw. die gesamte Verwaltung der GmbH, letztlich ist es eine GmbH. Und wir haben auch noch einen externen Untermieter damit drin. Das Ganze wird natürlich gleich noch für die Gestaltung des Netzwerkes sehr, 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 sehr relevant. Wir haben einen lokalen Administrator in Teilzeit als ersten Ansprechpartner vor Ort, wo die Leute sozusagen First-Level-Support-mäßig auf den zu sprechen kommen und erst der dann zu uns zu sprechen kommt oder mit uns sprechen wird. Und wir haben, auch das wird nachher noch relativ spannend werden, nahezu ausschließlich gespendete Hardware. Das heißt, die gesamten PCs und Laptops und am Anfang auch die Server sind alles gespendete Sachen gewesen. Das ist erstmal sehr schön, hat uns aber vor die ein oder andere Herausforderung gestellt, um es mal so zu sagen. Also ich habe eben gehört, dieses gute Ding hat ein bisschen die Leute gestört, deswegen räume ich es mal weg. So viel zur Schule. Wie kam diese Schule zu Open Source, beziehungsweise der gesamte Weg zu Open Source? Also ich komme eigentlich ursprünglich aus dem High-Performance-Computing-Bereich. Da ist Linux nicht unbedingt die Ausnahme. Also ich glaube, laut Statistik sind etwas über 99% der Top 500 Cluster sind auf Linux basierend oder beziehungsweise laufen mit Linux. Das verzerrt natürlich so ein bisschen das Bild. In der normalen Organisation ist es natürlich eher andersrum. Da ist Linux eher so ein bisschen noch der Außenseiter. Diese Schule kam so ein bisschen dazu. Die sind, ich glaube, 2012, 2013 damals gegründet worden. Und wir haben einen Anknüpfungspunkt auf ganz andere Ebene gehabt. Wir sind sozial dort unterwegs gewesen. Ich habe mich früher sozial engagiert, ich kannte die. Und wir haben uns dann halt über Verschiedenes unterhalten und dann gesagt, ach ja, hier, du machst doch auch IT, kannst du uns nicht irgendwie helfen? Das hat für uns zwei Sachen bedeutet. Einerseits, wir hatten das Glück, so ein bisschen auf der grünen Wiese zu starten. Und
wir haben demzufolge auch keine besonders großen keine Migrationskosten gehabt an der Stelle. Das heißt irgendwie von Windows weg, weil es gab damals noch nicht so viel. Und natürlich will ich auch nicht vorenthalten, Windows-Lizenzen sind teuer und das war natürlich am Anfang auch ein nicht unerheblicher Beweggrund für die zu sagen, okay, pass mal auf, dann probieren wir es mal einfach mit einer Alternative, dann probieren wir es mal einfach mit Linux. Und zu guter Letzt, was mich immer persönlich freut, was natürlich auch bei der Open Source mit drin ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Open Data, wir sind halt nicht abhängig von irgendwelchen Zwangs-Upgrade-Zyklen irgendeiner externen Firma. Aus dem Ganzen haben sich so ein paar Anforderungen ergeben an das ganze System. Das erste ist natürlich die einfache Benutzbarkeit. Das ist, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt für die Akzeptanz. Also wir müssen bedenken, die meisten Leute dort, oder beziehungsweise alle, sind entweder Pädagogen, das sind Sozialarbeiter, das sind alles Mögliche, nur keine Technik-Nerds, wie wir es sind. Das kann man doof finden, aber letztlich am Ende des Tages muss man halt damit umgehen. Das heißt, es gibt dort eine gewisse Abwehrhaltung. Linux ist für viele von denen halt einfach so ein, oh Gott, das ist ein Nerd-System, da muss ich dann irgendwas mit der Kommandozeile machen und was weiß ich was alles. Demgegenüber steht natürlich einfache Benutzbarkeit, das macht so ein Spannungsfeld zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wir haben, sieht man von vorne nicht, wir haben es mit Schülerdaten zu tun bei der ganzen Sache. Wir haben Datenschutzgesetze, an die wir uns halten müssen. Das ist nicht ganz einfach. Demzufolge, natürlich hat er eben schon ein bisschen erzählt, ist klar, wir haben eine strikte Netztrennung machen müssen. Ich weiß nicht, wer von euch alles als Schüler quasi Hacker war, aber zu meiner Zeit war es nicht besonders schwer, die Passwörter von den Lehrern zu erraten. Meistens war es der Name des Lehrers nochmal oder es war das Post-it, was im Computerraum hing. Schüler sind dahingehend ja ziemlich intelligent. Das heißt, für uns war es so ein Anspruch zu sagen, okay, pass mal auf, dort, wo die Schüler drankommen an die Rechner, gibt es keinen Zugang zu den ganz besonders sensiblen Daten von den Lehrern, weil ich kann mich einfach nicht darauf verlassen, dass die Lehrer ein besonders sicheres Passwort wählen. Zur einfachen Benutzbarkeit gehört natürlich auch irgendwo ein einheitliches Betriebssystem. Das heißt, ihr habt eine einheitliche Oberfläche, die sollen sich überall anmelden können, es soll überall gleich aussehen. Wiederum, auf der anderen Seite, es sollte teilweise Windows ermöglicht werden. Das hat den Hintergrund, dass es einige Spezialsoftware, zum Beispiel die Zeugnissoftware gab, die offensichtlich nicht unter Linux funktionierte. Es sollten angeblich einige Excel-Tabellen nicht unter LibreOffice vernünftig funktionieren. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht an der Stelle. Aber es war halt eine Anforderung, die uns gestellt worden ist. Es soll halt irgendwie eine Verknüpfung zum Windows soll es halt weiterhin geben. Und es sollten private Rechner möglich sein. Gerade am Anfang, es war eine kleine Organisation und selbst mit gespendeter Hardware, es war nicht unbedingt einfach für die, irgendwie an Hardware dran zu kommen. Das heißt, die Leute sind so Bring-Your-Own-Device-Prinzip dahin gekommen. Und gerade private Rechner, Thema Datenschutz und Datensicherheit sind ja irgendwie Sachen, die sich ja diametral gegenüberstehen, möchte ich ja mal fast schon sagen. Das Ganze sollte natürlich mit so gering wie möglich Kosten passieren. Habe ich eben schon gesagt, alles natürlich mit gespendeter Hardware zu realisieren. Und wir mussten natürlich irgendwie auch ein bisschen die Dynamik beachten. Es ist eine junge Organisation, die ist gewachsen und wenn es eine Sache gibt, über die ich mich heute aufrege, ist dann, dass ich mich am Anfang auf die Aussage, nein, wir wachsen nicht mehr besonders viel, eingelassen habe, als es um die Planung des Netzwerkes und der Netzwerkdosen ging. Ach Quatsch, die 10 Dosen hier im Raum, das reicht absolut. Jetzt sitzen da heute 12 oder 15 und die haben so Switch-Kaskaden hintereinander. Ja, das ist dann so schön, wenn man dann angerufen würde, hier, das Internet funktioniert nicht mehr. Wie das Internet funktioniert? Ja, wir kommen hier alle nicht mehr rein. Du kommst von außen, ich komme jetzt VPN, kommen wir rein? Was ist denn da los? Andere funktionieren auch. Wir können uns aus der DMZ, kommen wir raus? Was ist denn da los? Wir sind vor Ort gefahren, was passiert? Mit alle war gemeint, alle, die an einem so einem Vierertisch sitzen, die hatten alle einen Switch. Und dieses Switch-Zugangskabel war zur Wand geführt. Und da ist einer die ganze Zeit mit seinem Stuhl drüber gefahren. Und irgendwann ist natürlich das Kabel kaputt gegangen. Weshalb die vier, die am Raum saßen, alle natürlich kein Internet mehr hatten. So, dank Caching von den Credentials ist es halt erstmal nicht aufgefallen beim Login. Aber dann nachträglich, als man dann Firefox geöffnet hat, ihr könnt es euch vorstellen. Da muss man halt einfach auch ein bisschen mit umgehen. Wie gesagt, das da denke ich so aus heutiger Sicht, da hätten wir mal ein bisschen mehr drauf insistieren sollen. Wir haben, wie ich ja eben schon gesagt habe, einen lokalen Ansprechpartner, der seinerseits auch kein Vollblut-ITler ist. Und aber trotzdem sozusagen als erste Anlaufstelle fungiert und natürlich auch so Sachen wie neue Nutzer erstellen, Gruppenzuweisen erstellen. Das heißt natürlich auch implizit, das Ganze sollte für ihn so einfach wie möglich zu administrieren sein. Das heißt, sprich, so viel wie möglich mit grafischen Oberflächen agieren, wann immer es möglich ist.
was natürlich auch wieder in puncto geringe Kosten so ein gewisses Spannungsfeld aufbaut. Also ihr seht, wenn man das Ganze von dem Thema Schule entkoppelt, ist es eigentlich der ganz normale Wahnsinn einer Netzwerkumgebung, wie sie wahrscheinlich jeder ITler erstmal hat. Zur technischen Umsetzung. Ich habe eben schon gesagt, wir haben mit einer grünen Wiese starten können, was unglaublich sexy ist an der Stelle. Wir haben leider Consumer Internet, das heißt Kabelzugang gehabt. Das wird uns an anderer Stelle noch ein bisschen nicht auf die Füße fallen, aber vor Herausforderungen stellen, weil wir natürlich irgendwie relativ große Schwankungen haben. Ich weiß nicht, wer von euch Kabel hat, der weiß, die Up- und Download-Raten sind teilweise, wenn da 100 Megabit versprochen sind, auch schon mal 8 bis 10 Megabit. Und wenn dann da halt 40 Schüler sitzen in einem Computerraum und die wollen halt sich irgendwie alle gerade im Zusammenhang mit einer Schulstunde ein YouTube-Video angucken, dann sind halt die Up- und Download-Raten einfach mal, das ist einfach mal die Netzwerkverbindung zu. Und insgesamt sitzen da jetzt sowas wie 80, 90 Leute am Internet. Wir haben die der Netzwerkaufbau sieht ungefähr so aus. Ich weiß nicht, wie viel man davon sieht. Ich gehe mal durch die Einzelpunkte ein bisschen durch. Wir haben ein Netz für das Team separat aufgebaut. Es gibt ein zweites Netz für die Schüler, ein drittes Netz für den Untermieter, der komplett von dem Ganzen abgekoppelt ist. Wir haben eine DMZ, demilitarisierte Zone. Das heißt, alles, was von außen reinkommt, landet in einem entsprechend abgesicherten Netz, damit es halt nicht an die sensiblen Daten drankommen kann. Wir haben, das Ganze ist gleich auch hochgeladen. Also ihr braucht es nicht abzufotografieren, ihr findet das auch hochgeladen. Und alles, was ihr nicht sehen sollt, ist sowieso weggeX bzw. geblurrt. Wir haben ein eigenes Telefonnetz, also wir telefonieren quasi ausschließlich auf IP-Telefonie und sozusagen am Schluss ein Netz, sie alle zu knechten, das Management-Netz. Wir haben natürlich als zentralsten Punkt für alles die Firewall und wir haben hier, wie ihr seht, diverse Switches. Diese Switches, also diese sind quasi virtuelle Switches und das Ganze wird am Schluss über VLANs geregelt. Und als ich das erste Mal meiner Frau so alles erzählt habe, hat die mich nur noch so nickend angeguckt und ich dachte, okay, VLANs ist vielleicht ein Begriff, was nicht jedem was sagt und deswegen will ich mal ganz kurz so grundlegend was zum Thema VLANs erzählen, wem es nicht klar ist. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Wir haben hier so einen Standard-Switch oder quasi Standard-Switch, der hat hier seine ganz normalen 1 Gigabit und vielleicht auch noch einen 10 Gigabit SFP Plus Uplink. Jetzt sagen wir im Prinzip, okay, wir machen ein VLAN auf, für alle, wo sich alle drin sehen, die im gelben Netz sind. Das heißt, für die ist das quasi so, als ob dieser Switch nur aus den Ports bestehen würde, die gelb sind, die sehen die anderen nicht. Genauso violett und genauso grün. Das Ganze nennt sich dann Port-Based VLAN, was es halt pro Port ein VLAN ist. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe sogenanntes Tagged VLAN. Das heißt, ich schreibe an mein Ethernet-Frame sogenannte Tags mit dran. Das heißt, das Ganze kriegt so einen Sticker mit dran, das ganze Frame, und weiß dann, okay, das ist für Tag. Und damit kann ich es, obwohl die beiden beispielsweise in unterschiedlichen Netzen sind, durch die Farbe, durch das entsprechende Tag noch ermöglichen, dass die beiden doch miteinander reden können. Und zu guter Letzt gibt es noch das MAC-Based VLAN. Das ist leider sehr schwierig einzuzeichnen hier an der Stelle, deswegen will ich es mal mit einem Beispiel, und dafür verwenden wir es am Ende des Tages auch. Stellt euch vor, ihr habt ein Telefon. Das endet auf die MAC-Adresse 11.12.13. Die meisten IP-Telefone heute haben intern einen Switch eingebaut. Das heißt, ich habe dort mein Kabel an den Switch und ich habe auf der anderen Seite noch eine Dose, wo ich meinen PC dran anschließen kann und wo ich das Ganze durchschleifen kann. Das Ganze funktioniert dann so, ich habe im Switch die MAC-Adresse von den Telefonen eingetragen und wenn ein Frame von denen kommt, kriegt das automatisch das Label. Hör mal, ich bin fürs Telefonnetz und wird dahin geroutet. Selbst wenn das durch die gleiche Leitung geht und vom PC kommt, mit dessen MAC-Adresse, wird das halt ins gelbe Netz geroutet. Das hat folgenden Hintergrund, auch da lernt man ja so ein bisschen mit der Zeit dazu. Die Menschen räumen halt um, die sehen dort die Dose, ziehen die Dose raus. Wir sehen im Monitoring, ups, Telefon 11, 12 und 13 sind down. Ein paar PCs sind down, es wird umgeräumt, es wird umgebaut und wir sehen, Telefon 7 geht wieder hoch, die anderen nicht. Kurz danach kommt ein Anruf, hör mal, an einzelnen PC funktioniert das Internet nicht mehr. Ja, was ist passiert? Wir hatten halt bisher Port-Based VLANs, das heißt, wir hatten einzelne Dosen fürs Telefonnetz, wir hatten einzelne Dosen fürs Teamnetz und die haben halt natürlich einfach nur Dosen im Netz gesehen und haben halt einfach an die Wand ihre PCs bzw. Telefone halt zufällig reingesteckt. Achtet ja keiner darauf, was vorher da dran gesteckt hat und es hat natürlich teilweise gepasst und zum großen Teil auch nicht. So, und nachdem man das Ganze dann zwei, dreimal durchgemacht hat und mit dem lokalen Admin dann halt darüber gesprochen hat, haben wir uns dann entschlossen, okay, wir gehen auch hier den Weg, das Ganze halt über MAC-Based zu machen.
Das ist an der Stelle das Einfachere. Das haben wir bisher nicht gemacht. Und da ist auch so ein Lessons learned. Egal, wie günstig ihr macht, geht nie her und kauft euch die günstigsten Netgear oder ähnlichen Switches. Also ihr sollt mindestens eine Command-Line haben. Also diese Dinger, ich habe jetzt ja gerade verraten, die sind von Netgear, aber die von D-Link und von anderen sind genauso schlimm. Wenn ihr alles über den Browser machen müsst, ihr werdet bekloppt. Insbesondere, wenn ihr dann mit eurem kleinen Netbook da steht und dann 4 Stunden beschäftigt seid zu scrollen, bis ihr am Port 48 an seid, klickt aus Versehen daneben und das Ding macht nichts anderes, als wieder von Anfang zurückzuspielen. Wenn das Ganze abends um 22.30 Uhr passiert, dann wird man latent aggressiv. Der Virtualisierungshost. Ganz am Anfang, ich habe ja gesagt, wir haben in dem alten Szenario, wir haben gespendete Hardware bekommen. Das heißt, war wirklich so nach dem Momento, hier, unsere aussortierten Dinger, werdet glücklich damit oder auch nicht. 4 Server, einer für die Firewall, mehrere für die Virtualisierung. Die sind angeschlossen gewesen mit 1 Gigabit Interfaces an den Switch und haben, bei dem hier sieht man es nicht, aber bei dem hier sieht man es, haben noch ihre VMCs dran. Also alle Server, die ich kenne heutzutage, haben halt einen kleinen Miniserver sozusagen drauf mit einem eigenen Netzwerk. Dell nennt das iDRAC, HP nennt das iLoad, Supermicro nennt das IPMI. Im Prinzip haben alle die gleiche Funktionalität, die sind auch angeschlossen und über diesen kleinen Netzwerkstecker kann ich mir, wenn ich die entsprechende Lizenz habe, die Konsole öffnen und ich kann sie vor allen Dingen neu starten. Das heißt, ich kann auch über das VPN hergehen und kann dem ein Neustartkommando setzen, wenn der nicht mehr auf mich reagiert, wenn beispielsweise das Betriebssystem eingefroren ist. Das ist eine schöne Sache. Wie gesagt, das haben heute alle. Problem an der Sache ist, Konsole war nicht eingespielt, also die Lizenz dafür, und HP hat auf Nachfrage gesagt, nee, das Ding ist so alt, dafür verkaufen wir keine Lizenzen mehr. Ja, schade. Die ganzen Systeme waren nicht besonders zuverlässig, um es mal so zu sagen. Irgendwann, also ach so, da seht ihr nochmal die Summe, ne? Ihr habt im Prinzip die 18 plus 4 mal IPMI, also 22 mal 1 Gigabit Interfaces, schon den Switch, einen halben Switch mit voll gemacht. Das war also eine kleine Materialschlacht. Der Server 4 wurde irgendwann unser Ersatzteile-Server, weil der war der erste, der so gar nicht mehr zuverlässig war. Aber auch die anderen waren nicht unbedingt von Zuverlässigkeit geprägt. Irgendwann, wir haben den Server dann routinemäßig neu gestartet, sagte uns der RAID-Controller, der eingebaute, ja, mir ist da eine Festplatte kaputt gegangen, bitte Festplatte austauschen. Festplatte ausgetauscht, weiter hochgefahren, funktionierte alles einwandfrei. Beim nächsten Neustart gleiche Festplatte. Irgendwie zweimal die gleiche Festplatte, schon gar nicht. Nochmal einfach ohne was zu machen, den Server neu gestartet. Ja, hey, hier ist der RAID-Controller. Ich finde kein RAID auf den ganzen Sachen. Die Festplatten sind wohl offensichtlich sehr. Soll ich mal neu... Nein, um Gottes Willen! Nochmal neu gestartet, alles funktioniert. Spätestens ab dem Punkt haben wir es geschafft, den Kunden glücklicherweise davon überzeugen zu können, neue Server zu kaufen. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben eine neue, dedizierte Firewall, wir haben einen Virtualisierungshost und wir haben eigene Backup-Server. Wer morgen zufällig, mein Vortrag morgen geht über hochverfügbare Virtualisierungscluster, da werden wir ganz viel darüber reden, dass Verfügbarkeit natürlich auch durch Redundanz erhöht werden kann. Trotzdem haben wir hier nur einen Virtualisierungshost. Der ist aber trotzdem durch seine Zuverlässigkeit als ein Gerät und als neues Gerät erheblich zuverlässiger als die Dinger, auf die man sich einfach gar nicht verlassen will. Das sei mal so am Rande gesagt. Das Schöne ist, Preise fallen ja von allen möglichen, die haben nicht mehr 27.000 1 Gigabit Interfaces, sondern 10 Gigabit Interfaces uplinks an den Switch angeschlossen und hier 1 Gigabit Interface für das IPMI. Die haben auch eine entsprechende Lizenz heute eingebaut, das heißt, ich kann mir auch die Konsole über VPN öffnen und kann auch von zu Hause, wenn das Betriebssystem eingefroren ist, sehen, was da passiert ist, beziehungsweise mich insgesamt darauf einloggen. Das Schöne ist, neben der Tatsache, dass ich weniger Kabel verbrauche, habe ich pro Server immerhin, habe ich trotzdem noch mehr Durchsatz zu den einzelnen Servern, als ich es vorher hatte. Jetzt habe ich natürlich viel über die gebrauchten Server geätzt, deswegen will ich noch eine Sache sagen. Ich bin ein großer Freund von gebrauchter Hardware. Bei mir in der Firma, die Laptops, die die Mitarbeiter kriegen, sind alle gebraucht gekauft, weil ich denke, dass die Leistungssteigerung, die heute da drin ist, für die meisten gar nicht mehr notwendig ist. Allerdings bin ich auch ein großer Freund davon, eine TCO, also eine Total Cost of Ownership Betrachtung zu machen. Und dazu zählen auch die Energiekosten. Und wenn da so eine Firewall ein alter Server ist,
der eigentlich nichts zu tun hat, aber trotzdem hat seine 350 Watt verbrät, dann kostet das oder so. Wenn man das mal grob ausrechnet und sagt, die sind irgendwo bei 350 Watt das Stück, dann komme ich für diesen Serveraufbau, also den hier schon rausgerechnet, auf ungefähr 2200 Euro Stromkosten im Jahr. Die neue verbraucht 450 Watt für alles zusammen. Das heißt, ich habe mal eben die Stromkosten halbiert im Jahr. Dazu kommt, wir haben in dem Zusammenhang auch auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung abgegradet. Jetzt muss man bedenken, wenn die hier im Schnitt schon 350 Watt machen, also so ein Maximum, was ich natürlich mit einer USV absichern muss, ist das noch erheblich mehr. Für das rechte hier kostet mich die USV ungefähr 650 Euro. Für das linke Setup hätte sie mich ungefähr 1500 Euro gekostet. Das heißt, wir reden hier nur bei den Energiekosten auf 5 Jahre gerechnet schon von einem Delta von ungefähr 6000 Euro. Das ist fast schon die Anschaffungswert dieser Server mit dabei. Und deswegen, auch wenn ich ein Freund von gebrauchter Hardware bin, die Dinger laufen 24/7, die Dinger verbrauchen nennenswerte Energie. Das sollte man alles mal so ein bisschen miteinander durchrechnen. Und das ist komplett unabhängig von der Frage der Zuverlässigkeit der einzelnen Server. Es gibt genug Setups, wo man sagen kann, hör mal, einzelner Server, gebrauchter Server ist vollkommen in Ordnung. Wir haben bei uns ein Test-Setup stehen, das ist auch mit gebrauchten Servern, weil die Dinger laufen alle paar Stunden mal ein bisschen oder beziehungsweise alle paar Tage mal ein bisschen. Dann hatten wir aber trotzdem, so die Anforderung für das ganze Ding, dass wir natürlich das Ganze upgradebar machen sollten. Und an der Stelle sind wir einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen. Das ist, wer es nicht erkennt, das Mainboard. Und es gibt Mainboards im Serverbereich mit einem und zwei Sockeln für Prozessoren. In der Regel hat man zwei. Was wir gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir nehmen zwei Sockel Prozessor und statten nur eine CPU und ein paar RAM-Riegel aus. Das heißt, wenn wir irgendwann mehr Erfordernis haben, dort Rechenpower reinzubauen, dann muss das Ding halt mal runtergefahren werden und dann wird dann noch eine zweite CPU oder werden noch weitere RAM-Riegel eingebaut. Das bedeutet, dass wenn ich dann upgraden will, ich erheblich weniger Kosten habe, als einen zweiten Server zu kaufen. Ich habe erheblich weniger Energiekosten, die ich ausgeben muss und habe eine relativ schöne, sexy Lösung. Ich muss es einmal runterfahren, ja, aber das geht an einem Abend oder an einem Wochenende relativ einfach gemacht. Das ist keine Rocket Science. Virtualisiert wird auf dem Host, wenig überraschend wahrscheinlich für die meisten, mit KVM. Als Betriebssystem haben wir CentOS laufen. Ich bin eigentlich ein großer Freund von Ubuntu und Debian. An der Stelle muss ich aber sagen, ist einfach die Zeit, wie lange Sicherheitsupdates gegeben werden bei CentOS, bei Red Hat Derivat, erheblich länger. Also wir reden bei Ubuntu von 3 bis 5 Jahren. Bei CentOS reden wir von 10 Jahren, teilweise sogar noch länger, wenn man auf Red Hat wechselt. Und dieser Virtualisierungshost soll ja an der Stelle nichts anderes tun, als unsere virtuellen Maschinen beherbergen. Und das heißt, der muss nicht viel neue Sachen können, der muss Sachen tun können, die relativ abgehangen sind und relativ gut und bekannt sind. Das heißt, da auf eine neue Version zu wechseln, ist einfach bei dem sehr selten nötig. Jetzt habe ich eben gesagt, okay, wir haben ja ein 10-Gigabit-Interface, unser Hardware-Interface. Und dieses 10-Gigabit-Interface hat an der Stelle einfach mal sozusagen die Sachen mit den VLANs mal übereinander gebracht, weil die virtuellen Maschinen liegen ja alle in unterschiedlichen Netzen. Darauf haben wir dann hier virtuelle Interfaces drauf. Wir haben immer so einen Punkt 1 bzw. Punkt 5 da hinten dran. Das ist das VLAN-Tag, was dahinter kommt. Das heißt, ich kann auch ein ENS 25 plus Punkt 4000 haben. Dann habe ich halt ein Interface, was im VLAN 4000 drinnen hängt. Darauf liegt, für die virtualisieren können, wenig überraschend, die Bridge für das jeweilige Netz und darauf liegen die virtuellen Maschinen. Jetzt mag man natürlich aus Sicherheitsaspekten argumentieren, ja Moment mal, du hast nur extra eine Firewall dahingestellt, jetzt packst du dir einen Virtualisierungshost dahin und hängst die virtuellen Maschinen alle wieder sozusagen ins gleiche Netz rein. Da sei gesagt, Sicherheit ist auch immer eine relative Sache. Und wenn eine Schule einen Gegner hat, der in der Lage ist, aus einer VM in der DMZ auszubrechen und einen Exploit auf dem Host auszuführen, bevor und das vorher noch durch eine Firewall gegangen ist und dann auf eine andere Maschine zugreifen kann, dann hat die Schule sowieso ein etwas anderes Problem, also als einfach nur die Sicherheit von ihren Servern. Also das ist so immer so eine Sache, die muss man halt miteinander abwägen, dass man sagt, okay, wenn ich das Ganze jetzt umbauen würde bei einem Forschungsunternehmen, wo auf den Servern, was weiß ich, hunderte von Millionen Euro liegen, dann würde ich da garantiert getrennte Maschinen nehmen. Aber in dem Zusammenhang muss man einfach sagen, haben wir es wahrscheinlich eher mit irgendwelchen Script-Kiddies zu tun oder mit irgendwelchen Sachen, die im Internet abgegrast werden, als dass tatsächlich irgendjemand dort versuchen würde, einen konzentrierten Angriff drauf zu machen. Deswegen, wie gesagt, Sicherheit ist immer, muss man auch immer irgendwie gegenüber den Kosten sehen. Die Firewall. Die Firewall ist ausgestattet mit einem kleinen Atom, C2550, wenn es interessiert, und einem 10-Gigabit-Interface. Das hat den unglaublich schnuckligen Vorteil, die ganze Sache. Diese Atom-CPU hat einen Energieverbrauch von 10, 15, 20 Watt um den Dreh herum.
die ist relativ schwach, aber die muss auch nichts tun. Die muss nur Pakete annehmen, sie sich angucken, von wo kommen die, wohin gehen sie, was soll ich damit machen. Mehr muss die ja nicht tun. Die stellt uns hin und wieder, wenn wir mal alle paar Wochen mal reingucken, ein grafisches Interface zur Verfügung. Aber dafür reicht so ein Ding. Dafür brauche ich keinen 350 Watt stark ausgestatteten Server. Laufen tut das Ganze mit pfSense, was auf der Basis von PreprioSD ist. Und ich habe extra dann geschrieben Non-Linux. Ich bin ein großer Linux-Freund und ich will auch gar nicht die Debatte anstoßen, ist jetzt BSD sicherer als Linux? Das ist müßig. Was es aber ist, es ist anders. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt reden wir wieder von Sicherheit, die Wahrscheinlichkeit, dass es gleichzeitig einen starken Exploit für Linux und für BSD gibt, ist doch erheblich geringer, als dass es den für Linux nur alleine gibt. Also sozusagen Thema Monokulturen. Und was es auch hat, grafisches Frontend. Das ist nicht nur für den lokalen Admin schön, muss ich auch ganz klar sagen, sondern das ist auch für uns am Ende des Tages erheblich angenehmer, wenn ich da die Firewall-Regeln habe. Die kann ich mir zwar, die kann jemand, wie der ein bisschen häufiger vom PC gesessen hat, auch auf der Kommandozeile interpretieren, aber in so einem grafischen Interface ist es ein bisschen schöner. Und das ist insgesamt für die meisten Fälle auch der DHCP-Server, die Firewall. Und sie macht VoIP-Priorisierung. Voice over IP. Ich habe ja eben gesagt, das Netz ist relativ unstet, um es mal so zu sagen. Also das Niedrigste, was wir von den 12 Megabits im Upload, die wir versprochen haben, gemessen haben, sind bei ungefähr knapp unter einem Megabit. Das heißt ein Zwölftel. So, jetzt habe ich das, muss man natürlich irgendwie bedenken, wir haben verschiedene Typen von Datenverkehr da durchgehend. Und das eine ist mein typisches YouTube-Video und da ist es mir relativ egal, ob das jetzt nur 5 Sekunden länger braucht oder 10 Sekunden länger braucht, bis es geladen ist. Wenn aber alle 5 Sekunden mal die Telefonie aussetzt, dann ist das ein bisschen unschöner für die beiden Gesprächsteilnehmer. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Telefonate vorrangig behandelt werden. Genau das machen wir mit der VoIP-Priorisierung. Wir sagen, für eine bestimmte Bandbreite, alles, was an Telefonie, also das Telefonie-Flag dran hat, ihr anderen zur Seite treten, durchgehen und dann können erst die anderen weitermachen. Wenn ich entsprechend Bandbreite zur Verfügung habe, ist alles schick. Wenn es eng wird, werden die halt priorisiert. Das ist so das Thema Echtzeit. Und das ist, wir haben zwischendurch kurz einen Abstecher zu OPN-Scans gemacht, was ein Fork davon ist, weil wir gedacht haben, okay, so ein bisschen wie bei LibreOffice und OpenOffice, wandern jetzt alle wichtigen Entwickler dahin hin. Wir sind relativ schnell wieder zu pfSense zurückgegangen. Erstens, weil das grafische Frontend von OPN-Scans nicht ganz so schön war. Und weil eben die auch die VoIP-Priorisierung entweder nicht hatten oder wir einfach nur zu doof waren, sie zu finden. Jetzt hat die Firewall natürlich auch viele, viele Regeln. Die will ich hier gar nicht aufzählen, aber wir haben es im Prinzip so ein bisschen Zwiebelschalenmodellmäßig aufgezogen, das Ganze. Und wir haben gesagt, okay, das Ganze läuft prinzipiell so ab. Wir haben hier das Management, das Teamnetz, das Schulnetz, die DMZ und das Internet. Und von innen nach außen zu gehen, geht jederzeit möglich. Das heißt, also aus dem Managementnetz komme ich auf alle anderen Netze, aus dem Teamnetz komme ich aufs Schulnetz. Aber von außen nach innen ist nur sehr begrenzt. Und auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Das ist so das System, wie wir es aufgebaut haben. Für die, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, auch wahrscheinlich an der Stelle keine große Überraschung. Telefonie, Asterisk. Für Leute, die IP-Telefonie machen, wahrscheinlich ein bekannter Begriff. Hängt, weil es von draußen ankommt in der DMZ. Alles, was von draußen kommt, ist in der DMZ. Hat intern erstmal die IP-Telefone und ist auch der DHCP und Server und Firewall für die IP-Telefone. Hat einen ganz kuriosen Hintergrund. Wir haben die Telefone auch gebraucht gekriegt und die sind gebrandet gewesen von Vodafone. Und man konnte es diesen Dingern nicht austreiben, als allererstes beim Start nach einem bestimmten Vodafone-Server zu suchen und sich die Firmware von da zu laden. Also selbst wenn ich die Firmware überschrieben habe, da war ein Teil, an dem man offensichtlich nicht drankomme. Und das Erste, was diese Geräte gemacht haben, ist nach dieser Domain zu suchen, wenn sie die gefunden haben, sich dort zu versuchen, eine Firmware zu ziehen und dann halt natürlich all unsere gesamte Konfiguration kaputt zu rendern. Deswegen haben wir an der Stelle die Domain geblockt und erst dann hat er zugelassen, dass er einen internen PXE-Server akzeptiert, um seine Config bzw. Firmware und Config zu ziehen. Und was die Schule hatte, ist noch DCT-Telefone, die sie gerne nutzen wollte. Also diese typischen alten Telefoneisen, die man noch in der Hand hat. Problem ist, Asterisk IP telefoniert, wir müssen das Ganze auf DCT übersetzen. DCT übersetzen, ist, dafür gibt es spezielle Geräte, ist nicht so ganz trivial, aber die hat noch eine alte Fritzbox. Und diese Fritzbox kann man wunderbar dazu umfunktionieren, die kann DCT, die kann IP, wunderbar, die hängt da dran. Man kann auch von hier mit denen telefonieren, man kann raus telefonieren, klappt alles ganz gut. Und was die in der Schule auch haben, ist ein Aufzug, der hat eine Notsprechanlage und das ist analog, auch das kann die Fritzbox, ist drüber angeschlossen. Und so haben wir auf eine relativ günstige bzw. sehr günstige Art und Weise eine sehr, sehr gute Lösung dafür gefunden, die alten Geräte dort anschließen zu können.
Ja, genau. Erstmal jetzt. Achso, Telefone sind am Monitoring. Das ist immer eine schöne Sache. Man sieht dann immer, wie, an welchen Büros gerade gearbeitet wird, weil wir dann kollektiv alle aus dem Büro die Telefone halt down gehen. Das sollte nicht sein. Benutzerverwaltung. Ich habe ja eben gesagt, wir haben Windows mit, sollen Windows mit möglich machen. Das ist nicht unsere Domäne, da haben wir nichts mit zu tun. Darum kümmern Sie sich selber. Aber wir sollten halt die Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das heißt, es blieb uns an der Stelle relativ wenig Möglichkeit, ja, danke, relativ wenig Möglichkeit als Alternative zu Samba, weshalb wir auch Samba genommen haben. Verwaltet wird der über LAM, LAP Account Manager, wer es kennt. Schöne kleine Software, funktioniert im Webbrowser. Ich kann alles grafisch, kann Nutzer darüber anlegen, ich kann Gruppen darüber anlegen. Die gesamte Rechteverwaltung läuft im Prinzip in der Schule über Gruppenzugehörigkeiten. Das heißt, ich habe Gruppe Team, ich habe Gruppe Pädagogik, ich habe Gruppe XYZ und die dürfen halt jeweils bestimmte Sachen oder dürfen bestimmte Sachen nicht. Daran hängt auch ein File-Server und die Clients. Die Clients sind über Kerberos angebunden und holen sich dann über Single Sign-On am File-Server direkt halt ihre Shares. Und die sehen bei sich im Home Directory einen Ordner Team und dann haben sie da die Unterordner. Und weil Samba wie jeder AD auch eine LDAP-Schnittstelle hat, können wir da unsere Nextcloud, können wir unseren Formen, können wir unser eSinger, können wir alles daran anbinden und können auch darüber die Benutzerrechte steuern. Ich kann halt sagen, beispielsweise, die Leute, die in der Gruppe Cloud sind, die dürfen auch auf die Nextcloud zugreifen. So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir haben hier einen File-Server. Achso, jetzt ist das, was ich gerade gesagt habe, nochmal für die Online-Version eingeblendet. Wir haben einen File-Server, warum haben wir noch eine Nextcloud? Die ist in der DMZ. Die hat den Zweck, dass wir sagen, okay, das ist für Sharing mit extern, wenn ich mal dem Steuerberater irgendwas geben will. Oder für die Schüler, die können darauf zugreifen, auf diese Nextcloud. Also für alles das, was nicht auf dem File-Server, was nicht ganz hochsensibel ist, das kann auf der Nextcloud landen. Wir konnten nicht nur auf die Nextcloud umsteigen, weil irgendwo bei einem halben Terabyte, was halt synchronisiert wird, so im Schnitt für den Teamordner, habe ich das Problem, dass alte Hardware, Festplatten in der Regel einfach nicht für ein halbes Terabyte zur Verfügung haben, wo ich die Daten hätte drauf synchronisieren können. Das heißt, die hätten da nicht drauf gepasst. Das ist so ein bisschen so der Trade-off. Deswegen haben wir zwei Server an der Stelle. Potenziell unsichere Daten, habe ich ja gerade gesagt, die haben ganz einfach das Let's Encrypt-Zertifikat und sie sind ja unsichere Daten, aber nicht ganz unsichere Daten. Deswegen haben sie Zwei-Faktor-Authentifikation mit YubiKey. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Schöne kleine Adapter hier, kann ich reinstecken, muss ich nach meinem Passwort noch diesen Key reinstecken. Das ist für den Admin-Account, damit der halt, selbst wenn das Passwort dann halt, wir sind wieder bei Lehrern, ne, wenn da selbst das Passwort von jemandem da geknackt werden sollte oder bekannt werden sollte, dann ist es immer noch so, dass man nicht daran kommt, weil ich halt eben noch diesen Key zusätzlich brauche. Und zu guter Letzt natürlich, oder nicht ganz zu guter Letzt, aber ganz wichtig, die Clients. Hardware divers. Das haben wir beim Booten oder beziehungsweise der Installation gemerkt. Die neueren der Geräte waren nach 5 Minuten ungefähr fertig. Die älteren der Geräte haben so bis zu 90 Minuten gebraucht. Also hat man bei einem, wenn man getestet, hatte man zuerst geguckt, okay, das ist einer von den neueren, da machen wir das jetzt, weil sonst sitzen wir noch bis mit 3 Uhr nachts hier. Softwareseitig setzen wir hier auf Kubuntu. Natürlich in der LTS-Version, da ist LibreOffice drauf, da ist Thunderbird drauf. Kubuntu deshalb, weil es halt dem Windows-Feel erstmal am nächsten kommt. Ich habe unten links mein Startsymbol und darauf klicke ich erstmal. Geringste Kosten erstmal für die Nutzer. Installiert oder angebunden ist das installationsmäßig über PXE mit Formen und Puppet. Das heißt, also ich kann letztlich theoretisch alle PCs auf PXE umstellen. Ich kann dem Puppet sagen, bilde mir den neu und der startet. Theoretisch leider, nur praktisch scheitert es manchmal wieder an der gespendeten Hardware. Es sind auf einzelnen Laptops nämlich BIOS-Passwörter drauf, die keiner mehr kennt. Das heißt, wir können nicht auf PXE umstellen. Ja. Login, wie ich eben schon gesagt habe, mit Samba, mit SSD, wegen Caching. Ich kann also meinen Laptop auch weiterhin unter die Tasche in die Hand nehmen und kann den loslösen und kann damit extern arbeiten. Kommt natürlich nicht an den File-Server in dem Moment dran, aber irgendein Trade-off muss ich ja haben. Genau, und wir haben lokalen Admin für Fallback, wenn es halt Probleme auf den Rechnern gibt, dass man sich trotzdem noch einloggen kann. Anbindung für einen File-Server habe ich ja gerade schon eben erzählt. Wir haben SwiftDevProxy als Paket-Cache. Also wer mal irgendwie mehr als 10 PCs verwalten will, wenn die alle montags morgens ihren Rechner anmachen und fangen an, sich alle das Ubuntu-Update zu ziehen, dann ist die Internetleitung zu. In dem Fall, wenn ich einen Cache da habe, dann lädt der Erste sich das runter und alle anderen laden sich das dann halt von dem runter, weil die brauchen ja im Prinzip alle genau die gleichen Updates. Und so sieht das dann am Ende des Tages aus. Wir haben das ist nur ein bisschen gebrandet für die und scheint ganz gut anzukommen. Formen. Ich muss ein bisschen Gas geben, ich habe schon gesehen, ich habe nicht mehr so viel Zeit.
schönes Stück Software, was für die zentrale Verwaltung der Clients sehr gut ist. Ich sehe wunderbare Statistiken. Ich sehe, wir sind vor einiger Zeit sind wir umgestiegen auf 16.04. Da sieht man, schon zwei Drittel der Rechner sind umgestellt. 100% werden wir wohl nie erreichen, weil einzelne PCs gehen halt aus und nie wieder an. Die werden dann also sozusagen als Leiche, die muss man dann irgendwann manuell dann wegräumen. Ich sehe halt, auch das ist interessant, wie viel von denen auf 64-Bit und auf 32-Bit, wir sind wieder bei Thema gespendete Hardware, da haben wir auch dahingehend alles gehabt, also wir haben einzelne 32-Bit-Rechner, wir haben 64-Bit-Rechner mit dabei gehabt. Das sehe ich halt alles ganz schön und das hilft wirklich sehr, sehr schön, auch wenn man halt irgendwie Updates machen will oder wenn irgendwelche Software dazukommen soll. Ich kann hier zentral einpflegen und alle halbe Stunde ziehen die sich ihr Update und ziehen sich ihre aktuelle Software und ihre neue Software. Wir machen Monitoring. Tschüss. Mit Xfinger. Ich glaube, für Leute, die monitoren, nicht, keine große Überraschung. Wir monitoren die Server, die VMs und die Telefone, um zu sehen, halt, ob es Probleme gibt, etc. Man könnte auch die Clients monitoren, aber die große Frage, die ich dahinter geschrieben habe, will man das wirklich? Will man wirklich jeden Abend um 16.30 Uhr 750 Error-Meldungen bekommen, weil die Server, weil die PCs alle ausgeschaltet werden? Antwort will ich nicht. Und bei Fehlern kriegt der lokale Admin und wir kriegen halt einen Error, sei es eine ausgefallene Festplatte, sei es irgendeine virtuelle Maschine ist nicht geschadet, sei es für virtuelle Maschinen sind Updates notwendig, etc. Das kriegen wir dann gemeldet. Backup. Backup läuft, ist ein eigener dedizierter Server mit 3,5 Zoll Platten, einfach weil Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sind HGST-Platten drin. Ich empfehle allen, die mit Backup zusammenarbeiten, holt euch vernünftige Festplatten. Spart da nicht am Geld. Ja, so eine HGST-Festplatte kostet ein ganz schönes Stück mehr als so eine WD Blue. Aber die bieten euch im Gegensatz zu Western Digital nicht nur 2 Jahre, sondern 5 Jahre Garantie auf ihre Geräte. Und sie sind erheblich langlebiger im Durchschnitt. Das heißt also, die amortisieren sich ganz schnell, vor allem wenn man darauf bedenkt, dass auf diesen Platten liegt das Backup eurer Firma. Also das trifft nicht nur Schulen, da liegt das Backup von allem dem, was ihr getan habt, da drauf. Und wenn das weg ist, dann ist bei vielen modernen Firmen einfach mal die Firma halb weg. So, als Fallsystem nutzen wir halt ZFS, also das Betriebssystem wieder da, CentOS, weil Langfristigkeit ZFS. ZFS hat den wunderbaren Vorteil, ich kann Snapshots darauf machen. Das heißt, wenn ich, das zeige ich jetzt im nächsten Schritt, ich mache jede Nacht Backups der Files beispielsweise vom File-Server. Nun wird sich ja auch bei einer produktiven Firma nicht jeden Tag die gesamten Daten ändern. Das heißt, wenn ich dann einen Snapshot in der Nacht mache und ich habe jetzt sowas wie in den Snapshots insgesamt, was weiß ich, 200 Terabyte drin, dann sind auf dem Filesystem dank der Snapshots, weil die halt eben deduplizieren, nur sowas wie 20 Terabyte gespeichert, weil sich halt einfach immer nur das Delta gespeichert werden muss. Jedes Backup, jede VM wird auch am Wochenende nochmal gebackupt zur Sicherheit. Und wir haben Backup-Plan und löschen halt regelmäßig. Das heißt, von der letzten Woche werden dann halt jeden Tag die Daten aufbewahrt, vom letzten Monat von jedem Sonntag und vom letzten Jahr jeden ersten des Monats, damit man halt nicht alles aufbewahrt, aber man kann halt trotzdem relativ lang zurück. Das ist ein Backup-Plan, der ja auch relativ üblich ist, also auch unabhängig von dieser Situation. Das sieht man relativ häufig, dass man immer weiter ausdünnt. Zu guter Letzt will ich mal ganz schnell drüber nochmal hinweggehen. Wir haben Log-Server in Zentralen. Alle virtuellen Maschinen und alle Hardware-Maschinen schicken ihren Log auch in diesen Log-Server. Das ist, kann man auf der einen Seite aus Sicherheitsgründen betrachten, dass alle Logs, also wenn ich irgendwie Einbruchversuche oder sowas habe, dann muss derjenige nicht nur auf der Maschine die Daten löschen, sondern er muss noch an den Log-Server dran. Aber vor allem ist es ein schöner Überblick. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Probleme mit dem Samba habe, dann ist es meistens so, dass der auf mehr als nur einer Maschine auftritt, sondern halt beispielsweise auf dem Samba-Server und auf dem File-Server. Und ich habe hier die Übersicht über alle Server und ich sehe, ah, zeitlich korreliert, da gibt es auch mehreren und das hilft mir ganz gut. Genau, wer sich damit auskennt, ich kann auch Elk-Stack machen, aber das war an unserer Stelle nicht nötig. So, damit komme ich schon fast zum Ende. Ich möchte, bevor ich ganz fertig werde, noch ein kurzes Wort zu Univention und Univention Corporate Server verlieren. Die machen vieles von dem, was wir softwareseitig machen, machen die zusammen sozusagen gebündelt. Und das finde ich eine gute Idee, das ist ein total tolles Konzept. Und jeder, der einen einfachen Netzaufbau hat, sollte sich auf jeden Fall mit Univention und also einfacher Netzaufbau und nicht so viel Ahnung von der ganzen Software, sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Die haben ein Subscription-Modell, das kostet ein paar Euro, ja, aber das Geld kann sich auch ganz schnell wieder amortisieren, wenn man überlegt, was man sonst investieren möchte. Aber hier in dem Fall beispielsweise und auch bei vielen anderen Schulen oder Organisationen ist der Netzwerkaufbau, sind die ganzen grundsätzlich auch so Hardware-Geschichten, gehören auch einfach mit dazu. Die kann ich nicht nur über ein Stück Software abbilden, sondern da muss ich auch noch ein bisschen Kompetenz auf anderer Seite mit reinbringen. Das heißt, das ist softwareseitig eine gute Ergänzung.
Die kann ich jedem empfehlen, sich mit anzugucken. Aber wer wirklich tief reingeht und sowieso Netzwerkplanung macht, der kann am Ende des Tages auch die einzelnen Services installieren. Das macht dann keinen großen Unterschied mehr. Und das letzte Fazit, was ich eben gesagt habe, es geht. Ganz, ganz wichtig, es funktioniert. Ja, ich habe die Anforderung, auch Windows-Maschinen dort einbauen zu können, aber der gesamte Produktivsystem, der gesamte Produktivbetrieb läuft auf Linux-Maschinen und es funktioniert. Das Ganze funktioniert eben nicht nur für Schulen, auch in Unternehmen und anderen Organisationen. Und noch ein weiterer Anmerkung sei mir zu Microsoft an der Stelle noch gestattet. Gerade in der Open-Source-Welt habe ich immer das Gefühl, Microsoft wird so als der Feind schlechthin bezeichnet. Nein, Microsoft ist ein Unternehmen. Microsoft ist ein Unternehmen, das vielleicht an manchen Stellen zweifelhafte Praktiken hat. Wer heute Morgen den Linux-Vortrag gehört hat wird und sich so ein bisschen drin auskennt, wird an manchen Stellen so auch so ein bisschen, naja, sagen. Aber Microsoft ist erstmal ein Unternehmen. Und jeder, der unternehmerisch denkt, wird irgendwo auch ein bisschen die Art und Weise, wie Microsoft vorgeht, verstehen können. Das wirkliche Problem an der Stelle ist eigentlich eher die Einstellung, no one got ever fired for buying Microsoft. No one got ever fired for buying Oracle. Und das ist das, was sich ändern muss. Das heißt, es hätten alle, wenn wir nicht gewesen wären an der Stelle, hätten die Leute einfach auf Windows gesetzt, weil sie es kennen. Und niemand hätte gesagt, wenn es Probleme mit Windows gibt, hätte niemand gesagt, ja, aber du bist schuld, dass du Windows installiert hast. Wenn es aber Probleme mit Linux gibt, dann ist derzeit noch so dieses, ja, hättet ihr mal nicht Linux eingesetzt, dann hätte es diese Probleme nicht gegeben. Bei Windows hat man sich schon dran gewöhnt. Da gibt es ein neues Office-Update, dann funktionieren die ganzen Templates sowieso nur halb und daran hat man sich einfach schon gewohnt. Und das ist das, was sich aus meiner Sicht auch ändern muss, wenn man das weiter verbreiten will. Und wenn man an Open Data, wenn man an Zugang, wenn man an die Zukunft und an die Schüler denkt, dann ist da an der Stelle auch so ein kleiner Imperativ von meiner Seite, ihr seid dran. Ihr seid dran, auch tatsächlich mit eurer Kompetenz, ja, ich bin jetzt gleich fertig, ihr seid dran, mit eurer Kompetenz an der Stelle reinzugehen und zu sagen, okay, Kinders, die sind alle, ihr habt es ja hier gesehen, also ich weiß nicht, ihr habt gesehen, hier laufen ja auch ganz viele Kinder rum, die machen irgendwelche Sachen, ich habe vorher in der Uni gearbeitet, die interessiert das nicht, was das für Software ist, die basteln einfach drauf los. Die interessiert das nicht, ob das Linux ist. Das sind eher die Erwachsenen, die sich an Windows gewöhnt haben, die dann so ein bisschen Scheuklappen kriegen. Und da ist dann unsere Verpflichtung irgendwo, dass wir dafür sorgen, dass vielleicht an der Stelle wir das ganze Feld ein bisschen breiter waren. Nicht um Windows zu vertreiben, nicht um Microsoft zu vertreiben, aber einfach um mal ein paar Alternativen zu schaffen. Das war's von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. So. Ich bin offen für Nachfragen, Kommentare, Ähnliches. Da kommt schon die erste. Ich habe gerade gesagt bekommen, ich soll sie wiederholen, damit es auf dem Tape ist. Frage, die Anbindung von dem Linux. Ist das, macht ihr das über Winbind oder macht ihr das über den Elder? Über SSSD, über Kerberos. Der SSSD ist nur eine. Genau, das ist, da steht Red Hat dahinter, wenn ich mich nicht vertue, die das ganz mächtig mitentwickeln. Und der hat halt gegenüber Winbind den unglaublich schönen Vorteil, dass er eben auch caching kann. Genau, also der kann Caching, kann ich auch einstellen. Wir haben sowas wie 30 Tage eingestellt. Das heißt, 30 Tage lang kann ich mich auch ohne Netzwerkverbindung zu meinem Samba-Server noch an den PC einloggen mit meinem Passwort und meinem Benutzernamen. Und erst dann verweigert er mir das. Bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ich an einem PC das Passwort ändere, damit es auf dem anderen sozusagen ankommt als geändert, muss ich mich einmal verbunden haben. Und wer ist der Switch-Hersteller? Der Switch-Hersteller? Naja, das möchte ich jetzt, das habe ich eben schon mal verraten. Guck, nee. Stimmt, hast recht. Das stimmt auch. Aber auch die sind im Gegensatz zu den HGST, da würde... Der Switch ist von Netgear. Von Netgear. Die haben auch eine relativ günstige Eingangslinie und wie gesagt, grundsätzlich der tut, was er soll, aber die grafische Oberfläche ist halt einfach, das ist einfach vom Prinzip her, das liegt nicht an Netgear, sondern das liegt halt einfach daran, dass es nur eine grafische Oberfläche hat und kein Command Line. Und das ist das, wo ich sage, das würde ich niemandem empfehlen. Da habe ich noch was gesehen? Der Backup-Server ZFS on Linux und das eigentliche Backup-Tool, welches war das? Das eigentliche Backup-Tool ist ein Skript basierend auf Rsync. Also, Da gibt es viele Sachen, die man sich da im Internet finden kann. Das ist letztlich ein eigenes, keine Ahnung, vielleicht 100 Zeilen langes Skript, das ausführt. Hättet ihr jetzt den Vorteil, dass ihr auf Nix aufgebaut habt und dann alles neu machen konntet?
Und wie viel komplizierter siehst du den Aufbau, wenn man von einem alten System wechseln will? Das ist halt unglaublich schwierig. Also die Frage ist nach Aufbau, wir haben jetzt keine Migrationskosten gehabt an der Stelle. Und die Frage ist letztlich, wenn wir halt ein bestehendes System haben, ich würde sagen, das ist so diese typische Antwort, es hängt ab. Der Wechsel von der reine Betriebssystemwechsel, den halte ich für nicht groß. Also mal die Akzeptanz der Nutzer außen vorgenommen, den halte ich für nicht groß. Das lässt sich relativ straightforward bewältigen. Das Problem ist, hast du beispielsweise angefangen, ganz einfach, hast du Templates, die in Word funktionieren, vielleicht in LibreOffice oder OpenOffice nicht mehr so gut funktionieren. Hast du Spezialsoftware, die nur für unter Linux, unter Windows funktioniert, die du vielleicht unter Wine zum Laufen bekommen kannst? Das ist möglich, aber viel Aufwand. Oder hast du vielleicht Software, die sich so tief integriert, dass du sie unter Linux halt einfach gar nicht zum Laufen bekommst? Dann hast du an der Stelle einfach ein K.O.-Kriterium und dann geht halt dein Aufwand gegen unendlich. Das kannst du also irgendwie nicht so einfach sagen. Es hängt unglaublich ab davon, was du an da muss ich sagen, wir haben eine Smartboard-Software zum Laufen gebracht, aber Cornelsen-Geschichten haben die dort nicht eingesetzt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Weil bei uns in der Stadt, die Schulen, die setzen dann zu den Englischbüchern, ist das hauptsächlich, und okay. Deutschbüchern. Von Cornelsen kriegen sie Bücher und setzen dazu die Software ein. Okay. Und wenn ich jetzt den Leuten zu Hause sage, mach mal Linux und das auch alles sonst gut funktioniert, dann kommen die mal aus unserer Schule mit der Cornelsen-CD und sagen hier. Ja, das stimmt. Also, das ist halt so dieses typische Problem der Fachanwendungen, die nur für ein Betriebssystem geschrieben sind. Und das ist auch nicht nur bei der Schule, das ist eigentlich überall dort, wo wir unterwegs waren und dort, wo ich auch mich mit anderen unterhalten habe, die gewechselt sind, die haben alle gesagt, am Betriebssystem liegt es ganz selten. Das liegt zum einen daran, die meisten nutzen Office und nutzen Firefox oder Chrome, also einen Webbrowser irgendeiner Natur. Und der funktioniert auf allen. Und das ist gut, aber wenn es halt, wie gesagt, Fachanwendungen gibt, die nur unter Windows laufen, dann ist man ganz schnell relativ angeschmiert. Hätte man. Klar. Gibt es einen Grund, warum nicht? Letztlich ist der Ja und Nein. Wir haben es an verschiedenen Stellen schon gemacht. Das heißt, wir haben so quasi unsere Lego-Steine schon, wenn du so willst, gehabt, die wir halt immer wieder einsetzen können. Und an der Stelle ist es halt einfacher, mit unseren Lego-Steinen die zusammenzubauen zu einem System, als ein fertiges System zu nehmen. Es gibt ganz, ganz viele Alternativen. Da können wir wahrscheinlich zwei Vorträge draus machen. Welche Vorteile haben die einzelnen Systeme gegeneinander? Aber das soll nicht heißen, dass wir Skole Linux oder ähnliches doof finden. Es ist halt einfach an der Stelle einfach nur unsere Herangehensweise gewesen. Da hinten. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Coole Sache, mal zu sehen, wie das läuft, wenn man mal ein bisschen überlegt, auch abseits der Microsoft-Wege. Du sagtest ganz am Schluss, nobody gets ever fired for by Microsoft. Oracle. Ich muss ja die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen. Das, was du da eingesteckt hast an Hirnschmalz, das merke ich oft auch bei den Kollegen. Das Problem ist, dass die Management eben sagt, ja, aber jeder ist feuerbar, wenn er das macht. Ja. Ja, also nicht, er wird nicht gefeuert, wenn er das gekauft hat, sondern das Management sagt, mach keine eigenen Ideen, dann können wir die nämlich nicht mehr rausschmeißen. Okay, also du. Wenn ich sage, der gefällt mir nicht, dann setze ich den an die Sonne und hole mir extern und Microsoft weiß, ich kriege überall einen Consultant, der mir das macht, aber du bist nicht mehr. Ja und nein. Also die Zusammenfassung ist letztlich, dass du sagst, das Management an der Ebene scheitert ist. Da bin ich erstmal voll mit dabei. Du sagst, das Management sagt, mach keine eigenen Ideen, weil dann kriegen wir dich nicht mehr gefeuert. Das Management, also aus meiner persönlichen Erfahrung, auch in größeren Umgebungen, ist eigentlich eher, das Management sagt, kenne ich nicht. Nö. Wir machen das so. Ja, dann kostet das halt ein paar hunderttausend. Das kommt noch dazu und vor allen Dingen, das Problem ist ja, wenn du selber Arbeit investieren musst, dann geht das aus dem Personaltopf raus und wenn du sozusagen Software einkaufst, dann geht das aus einem ganz anderen Topf und die kannst du natürlich bei größeren Firmen nicht vermixen. Also ich will um Gottes Willen, das ist auch nochmal ganz klar gesagt, ich will um Gottes Willen an der Stelle den Administratoren gar keine Schuld in die Schuhe schieben. Und selbst wenn die Administratoren aus eigenem Antrieb sagen, ich entscheide mich dann doch am Ende für Windows, weil wenn was schief geht, dann ist mein Kopf dran. Dann wird mein Projekt wieder abgerollt und ich werde gegangen. Auch dafür will ich keinem die Schuld in die Schuhe schieben. Was ich halt
ja, naiverweise hoffe an der Stelle, ist, dass sich vielleicht so eine kleine Änderung in der Einstellung gibt und dass man sagt, okay, es gibt Red Hat, es gibt so viele professionelle Firmen, es gibt hier in Deutschland mittlerweile viele Firmen, die sind alle Kategorie Hidden Champions, die sorgen dafür, dass so viele Systeme so rund laufen, die deutsche Flugsicherung setzt auf ein Cluster mit SUSE. Das Ding fällt glücklicherweise nicht aus, sonst wäre im Himmel ein bisschen was los und zwar nicht produktiv. Also, dass das Ganze funktioniert, ist klar. Nur das ist halt vielen Leuten nicht klar. Und auch deshalb, deswegen so der Punkt an der Schule ansetzen, weil sie das einfach von Anfang an nicht kennen. Das ist halt einfach, jeder wächst halt mit Windows auf. Ich habe schon Anrufe bekommen, du hör mal, du nutzt doch dieses Linux. Ja, ja, wie kriege ich das denn unter Windows installiert? Was machst du denn da? Und du sagst, ja, es ist ein Einzelnen kriegst du halt irgendwie davon überzeugt und versuchst das zu erklären, aber du kriegst es halt einer großen Gruppe, kriegst du es nur, wenn so irgendwo dieser einfache Link Linux gleich Nerd-Betriebssystem oder Linux gleich Nerd viel noch mehr, wenn sich das langsam auflöst und die sagen, okay, das ist eine Alternative. Und wenn ich mit Leuten spreche und sage, hast du schon mal Linux benutzt? Nö. Hast du ein Android-Telefon? Ja. Also das sind so die kleinen Sachen. Und da kann man einfach nicht erwarten, dass die Leute so tief durchsteigen wie wir, sondern da muss ich einfach mit der Zeit aufzeigen, hey, das andere funktioniert auch, das klappt wunderbar. Ich habe ganz viele Leute, die ich in meinem Umfeld kenne, die einfach auf Linux gewechselt sind, meistens irgendwie Ubuntu oder ähnliches, die sagen, geht am Ende des Tages einfacher. Aber sie müssen erstmal das Mindset dafür haben, zu sagen, hey, ich nehme auch mal was anderes. Es fehlt an der Stelle ein bisschen Multiplikator. Richtig, genau. Und da ich kriege den Satz von heute Morgen aus dem Linux-Projekt nicht mehr so ganz zusammen. Den fand ich aber so wunderschön, so nach dem Motto, viele kleine Leute an vielen Stellen werden die Welt verändern. Und vielleicht sind wir wirklich die Leute, die die Welt verändern können an der Stelle. Und vielleicht einfach mal so eine Alternative da reinbringen können und sagen, hey mal, hier, es gibt noch mehr als Windows, es gibt vielleicht auch noch mehr als Mac, es gibt noch was ganz anderes und das funktioniert genauso gut. Das ist wichtig, dass man das den Schülern beibringt, dass sie nie nach Hause kommen. Richtig. Und dann fragen wir das mal ganz normal, haben wir gar kein Internet? Dann fragt die Mutter, warum nicht? Ja, hier ist der blaue Ball, ist nicht da. So. Genau. Also das sind so die typischen Probleme. Weitere Fragen? Das war's? Ja. Da hinten kommt noch eine. Den findest du am Ende der Frostcon, also bei der Frostcon auf der Webseite, da steht unten so ein kleiner Link, Presentations. Da findest du die PDF-Version davon und... Media.ccc.de findest du alles, was ich dazu geblubbert habe, auch nochmal als Video. Und wenn es zu schnell war, kannst du dir wahrscheinlich sogar langsamer machen. Genau. Ja, genau, das haben wir auch gesagt. Weil auch, nee, auf dem File-Server ist kein ZFS, auf dem Backup-Server ist ein ZFS. Der File-Server hat ganz normales XFS oder X4 da drauf. Nur der Backup-Server hat ZFS. Weil vom Side-Server selber machen wir keine, das ist eine virtuelle Maschine, da haben wir an der Stelle gar kein Backup drauf. Sondern der Backup-Server zieht sich die Daten vom File-Server über Rsync, über SSH. Jetzt kommen die Fragen doch noch rein am Ende. Ist auch Root-File-System auf ZFS dann? Nee, das ist nicht auf ZFS, sondern das ist nur das Daten-File-System. Oder vertue ich mich da, Ulrich? Ja. Gut. Ja, am Ende des Tages, auch ich richte so ein System nicht mehr alleine ein. Ich habe Kollegen, die halt ihre Spezialgebiete haben und sich halt in den Gebieten erheblich besser auskennen als ich. Und Ulrich, den ich gerade gefragt habe, ist halt derjenige, der bei mir der Backup-Profi ist und demzufolge das alles eingerichtet hat für uns. Gut, dann Dankeschön und noch einen schönen Nachmittag euch.